Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Radsport Manager 2013. Wir befinden uns auf der Etappe Nummer 15 der Tour de France und das ist, wie man hier sehen kann, eine Bergetappe, die es ganz schön in sich hat. Hier zum Schluss der große Anstieg, der wird einiges in der Gesamtwertung bewegen, bin ich mal oder gehe ich mal von aus. Momentan sieht es ja im Klassement so aus, dass Contador vor TJ van Garderen, vor Daniel Martin, vor Froome liegt, vor Costa, vor Vöckler, vor Porte, vor Evans, vor Van de Broek, vor Cunego und so weiter. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln kann, denn auch wir haben Favoriten hier vorne mit dabei. Toni Martin auf Position 13 und Felitz auf Position 12, sowie Kwiatkowski, unseren Jungfahrer, auf Position 17. Wir werden hier natürlich versuchen, diese Fahrer so zu positionieren, dass sie eventuell etwas Zeit gut machen können. Im besten Fall Zeit gut machen können. Im allerbesten Fall vielleicht sogar die ein oder andere Wertung übernehmen können. Und werden versuchen, hier im Zwischensprint, gerade mal schauen in die Boni, werden versuchen, hier im Zwischensprint die 20 Punkte wieder mitzunehmen, denn ja, mit Cavendish haben wir natürlich noch nicht aufgegeben, hier ein paar Punkte gut zu machen, um vielleicht am Ende mit einem gigantischen Angriff das grüne Trikot doch noch zu gewinnen. Es sieht schlecht aus, unsere Form ist einfach miserabel und ja, da müssen wir wohl einfach durch. Hier bin ich am Überlegen, welchen Fahrern wir welches Setup geben. Ich bin am Überlegen, hier Trentin heute als, ja, wie soll ich sagen, Helfer einzuspannen, genauso Stegmanns, Cavendish und Pinot. Da sind nicht wirklich Bergfahrer, die können auf der Ebene eventuell, ja, ich sag mal, ein bisschen ranfahren. Dann mit Chavanel, der kriegt ein hügeliges Setup aufgrund der Tatsache, dass er vielleicht in der Anfangsphase des Berges noch ein bisschen helfen kann. Ich bin am Überlegen, er ist kein wirklicher Bergfahrer. Da ist vielleicht so ein hügeliges Setup gar nicht mal so verkehrt, um über die kleinen Hügel drüber zu führen. Toni Martin, dem lassen wir das Bergsetup genauso wie Feltis und Kwiatkowski. Sie haben gute Bergwerte, also über 70 und eventuell können wir hier doch noch was bewegen, doch noch ein bisschen angreifen. Allerdings das Bergsetup an sich wollen wir uns nochmal angucken. Da haben wir hier einen Bergrahmen, dann haben wir hier das Speedy und da bin ich echt am Überlegen, ob wir auf das hier gehen sollen. Wir hatten ja mit dem Speedy bisher 50er Wert im Berg und da würden wir verlieren. Das ist natürlich schlecht. Also dieses Rad habe ich besser eingeschätzt, wie es jetzt in Wirklichkeit ist und das ist ein bisschen erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir denn hier? Ebene 3,5. Ja, da ist das natürlich um Welten besser. Also da werden wir mit dem Oxo-Rad weiterfahren, dann kommen wir auf einen Bergwert von 50, das ist natürlich um Welten besser, weil es mit dem Ebenenwert noch grob übereinstimmt. Also man kann sich so in etwa daran orientieren, hier Berg 35, hier Ebene 35, hier Berg 50, hier Ebene 51. Also wenn das ein gutes Ebenenfahrrad ist, ist das hier ein gutes Bergfahrrad, da kann man sich mal so grob dran orientieren. Wir sind hier voll auf Berg eingestellt und ja, werden natürlich versuchen, hier auch voll auf Berg zu gehen. Jetzt bin ich gerade noch mal am gucken, ob wir hier irgendwo noch ein bisschen Pünktchen rausholen können. Aber nicht so wirklich. Also es ist unterm Strich dann doch so, dass alle Helme gleich sind. Gut, springen wir rein ins 3D-Rennen. Hier sehen wir die Fahrer stark angeschlagen. Irgendjemand hat mir ins Kommentar geschrieben, das käme daher, weil die ganze Zeit im Wind fahren. Jein. Also im Wind werden sie normalerweise ein bisschen mehr beansprucht. Das heißt, sie ermüden schneller. Die Ermüdung ist der Ausdauerbalken, also sprich das Grüne. Und die Frische, das ist im Prinzip, wie viel davon flöten geht oder wie viel man davon hat. Und der Grundbalken, der grüne Grundbalken ist im Prinzip die Fitness. Das heißt, einer, der hier einen Wert hat von der Fitness von 5, der ist schon überall ein bisschen angeschlagen. Wenn er dann noch eine schlechte Frische hat, dann sind noch die anderen Balken, die wir einsetzen können, ein bisschen geringer. Wenn wir jetzt hingehen und die praktisch im Wind fahren lassen, wird die Ermüdung insofern ein bisschen größer, dass die Balken sich ein klein wenig verringern.
Allerdings hat das keine Auswirkung großartig darauf, ob sich ein Fahrer auf der Ebene wieder regeneriert oder nicht. Das sind andere Werte, die da gezogen werden. Also es hat nichts mit im Windfahren zu tun. Im Windfahren ist schlecht für einen Fahrer, mit dem wir irgendwie was Außergewöhnliches, Spezielles tun wollen. Wir werden es auch nicht schaffen, alle Fahrer permanent aus dem Wind zu nehmen, denn dazu müssten wir sie beschützen. So viele Fahrer haben wir gar nicht. Wir sind in der komfortablen wie auch gefährlichen Situation, dass wir eben hier mit Tony Martin, der übrigens auch noch auf Wasserträger steht, komischerweise bei uns. Also wir haben im Prinzip hier das Problem, ich weiß gar nicht genau, wie ich das formulieren soll. Also wir haben hier im Prinzip das Problem, dass wir drei Leute haben, die innerhalb von 4 Minuten ums Gesamttrikot, also ums gelbe Trikot mitfahren. Und das ist eine gute Situation, weil wir drei starke Leute haben. Es ist aber auch eine schlimme Situation, weil uns die Helfer dadurch ein bisschen flöten gehen. Wir haben hier einen Sprinter, den wir beschützen müssen. Wir haben hier Sprintanfahrer, die wir nicht einsetzen können, um großartig Dampf zu machen. Wir haben Favoriten, die wir beschützen müssen und die wir nicht komplett verausgaben wollen. Also das heißt, das ist eine Gratwanderung, die wir hier gehen. Und keine Ahnung, wir werden sehen, wo uns das Ganze am Schluss hinführt. Vielleicht tanzen wir auf zu vielen Hochzeiten. Vielleicht müssen wir einfach sagen, komm, wurscht. Wir greifen an und wenn er es nicht schafft, dann ist er halt raus. Dann ist er halt weg. Dann ist er halt out of order. Wir werden hier wahrscheinlich auch mal wieder nicht als Favorit angezeigt. Na, war mir fast klar. Nee, also wir tauchen da gar nicht auf. Also wir haben relativ schlechte Chancen. Wir werden hier heute wahrscheinlich mehr Zeit verlieren, als dass wir Zeit gut machen können. Und danach hat sich's dann endgültig geklärt, ob wir hier noch großartig was reisen können auf dieser Tour oder nicht. Bis dahin, bis diese Tour jetzt beginnt, schneide ich natürlich wieder den Ladebalken raus. Ist ja nur unnütze Zeit. Und sag bis gleich. Willkommen in Givor zum Start der längsten Etappe der diesjährigen Tour. Auf den 242 Kilometern geht es für das Peloton zuerst nach Süden durch flaches Gelände, aber das Endziel wirft seine Schatten schon über die Fahrer, lange bevor sie seinen Fuß erreichen. An den Hängen des 1912 Meter Giganten Mont Ventoux haben wir in den vergangenen Touren denkwürdige Momente erlebt, schöne wie tragische. Da heute der 14. Juli und somit der französische Nationalfeiertag ist, werden die Franzosen ihre Fahrer zum Sieg anfeuern. Wie diese Bergetappe auch ausgehen mag, hoffen wir mal, dass sie in positiver Erinnerung bleibt. Ja, und damit sind wir dann auch hier in der Etappe angekommen und führen unsere Fahrer schon mal ein bisschen nach vorne. Ich setze sie mal wieder ein bisschen in den Wind, damit das Ganze auch schön spaßig wird und wieder jemand was zu kommentieren hat, dass das der größte Blödsinn ist, den ich machen kann. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir hier auch vorne dabei sind, falls es zum Sturz kommt, wie auch immer. Ich weiß nicht, wer die Etappe gesehen hat, wo das Team Saxo Bank hier gnadenlos angegriffen hat und Froome Zeit verloren hat über Windstaffeln und so weiter. Und genau das ist der Punkt, dass man die Fahrer dann doch besser vorne hat. Hier sieht man übrigens auch schön der grüne Balken. Das ist, wie gesagt, die Ausdauer, die bestimmt wird durch die Frische. Und auch durch die, eigentlich nicht durch die Fitness, eigentlich nur durch die Frische. Cavendish ist sehr, sehr müde. Liegt auch daran, dass wir eben über Hügel und so weiter drüber fahren. Und das ist natürlich problematisch für so einen Sprinter wie Cavendish. So, hier blinken schon einige, weil es Feld natürlich beschleunigt, also müssen wir hier ein bisschen mehr Gas geben. Man sieht hier auch schön an der Windhose, dass der Wind von hinten kommt. Das ist normalerweise nichts Negatives für die Fahrer. Da können sie sich ein bisschen mehr ausruhen. Da ist es nicht ganz so anstrengend für die. Das Problem ist hier, dass wir leicht bergauf fahren. Deshalb geht der Pulsschlag jetzt von den Fahrern nach oben. Die orientieren sich hier im Feld und die rollen im Prinzip nur mit. Das ist auch nicht so, dass die jetzt hier großartig Action machen. Und deshalb gehen hier auch diverse Pulsschläge wieder auf ein normales Niveau. Warum Pinot jetzt unbedingt, wo er da hinten fährt und eigentlich sogar im Windschatten fährt, einen erhöhten Pulsschlag hat, muss ich nicht ganz verstehen. Ist aber halt, ist halt so. So, Pinot verbraucht auch mehr Wasser wie alle anderen, sprich, er ist da auch ein bisschen angeschlagener, genau wie Terpstra, die haben irgendwie mehr Durst.
Vermutlich auch, weil sie weniger Frische haben und weil sie eben schon entsprechend angeschlagen sind. Wenn wir uns jetzt hier mal angucken, dass Martin relativ frisch ist, Kwiatkowski ist relativ frisch, Felix ist relativ frisch, haben wir alles richtig gemacht, das andere sind ja unsere Helfer oder die fahren auf irgendwelche Sprints und das ist uns ja weiß Gott ein bisschen egal. So, jetzt geht's hier in den Hügel rein, wir können vermutlich hier wieder den Anschluss finden, Chavanel fährt jetzt vorne weg, warum er das tut, keine Ahnung, eigentlich soll er ja nur die Position halten, warum er da das Feld anführt, genau wie Martin. Muss man nicht so wirklich verstehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Fahrer hier irgendwelche Führungsarbeiten übernehmen würden. Das ist wirklich einfach nur, die fahren hier einfach auf ihrer Position fertig. Leider können wir jetzt hier den Zusammenschluss nicht herstellen. Wir waren kurz davor, den Zusammenschluss herzustellen und irgendwie ist es dann doch wieder gescheitert. Vermutlich haben die angegriffen. Und jetzt haben wir hier eine Situation, die schon relativ gefährlich ist, wenn ich das mal so sagen darf, denn hier über den Hügel, hier entsteht so ein kleines Loch und wenn jetzt hier der Wind von der Seite kommt, wie er das hier tut und die Fahrer eben nicht die Lücke wieder schließen, damit hier ein durchgehendes Feld entsteht, könnten wir so eine Situation kriegen wie Contador mit Saxo Bank auf der letzten Etappe hier mit unserem guten Froome angestellt haben, indem sie einfach so ein großes Windschattenrennen gefahren sind, auf gut Deutsch gesagt, damit er keine Chance hatte, den Anschluss zu halten. Jetzt geht es im Fahrerfeld richtig zur Sache. Und jetzt suchen wir uns einen Fahrer, der irgendwie hügelig gut unterwegs ist und uns mal was zu trinken besorgen kann. Über diese ganzen Hügelstrecken hier. Da haben wir Chavanel mal ausgewählt. Also ihr seht hier die Fitness, die geht relativ schnell nach unten. Und nein, es liegt nicht daran, dass die da vorne fahren. Weil die rollen im Prinzip hier nur mit und haben sogar Rückenwind. Jetzt haben sie seitlichen Wind, das ist natürlich nicht so schick. Aber sie müssen natürlich den Anschluss halten. Also ich meine, es ist nicht so ohne. Ich weiß auch nicht, wie wir die Fahrer anders positionieren sollen. Es ist immer leicht gesagt, nimm die aus dem Wind. So, jetzt nehme ich die aus dem Wind. Jetzt sage ich, lasst euch mal weiter zurückfahren. Guckt, wo Martin rumfährt. Ich meine, ich kann es ja nicht ändern. Ich kann dem ja nicht sagen, fahr bitte hier. Das kann ich nicht sagen. Der sucht sich seinen Platz ja selbst. Und was heißt hier schon großartig im Wind fahren? Ja, ich meine, irgendwo muss er fahren. Und mittendrin ist mir ehrlich gesagt auch nie so recht, weil mittendrin ist meistens so, dass sie feststecken. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich ihn ja ein bisschen rausgenommen. Der fährt neben dem Feld her. Ich meine, wo ist das Feld? Wo soll ich den reintun? Hier irgendwo? Da fahren so viele Leute im Wind, wenn man das so sieht. Wir müssen versuchen, hier vorne dran zu bleiben, wo Contador ist. Das ist wichtiger, wie ein bisschen im Wind fahren oder nicht im Wind fahren. Der realen Tour fahren die auch im Wind. Was Chavanel jetzt da vorne treibt, muss ich nicht so wirklich verstehen. Und jetzt greift Suyutsu an. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Hogaland. Ja, es ist so eine Frage. Es ist wirklich eine Frage. Sollen wir Chavanel einsetzen, um fürs Team zu arbeiten? Oder sollen wir ihn einsetzen, um hier mal einen Ausreißversuch mitzugehen? Ein Ausreißversuch macht Sinn, wenn wir irgendwie was gewinnen können. Mit Chavanel können wir hier nichts gewinnen. Also setzt man ein als Fahrer, der arbeiten soll. Und deshalb werden wir es ein bisschen begutachten und im Zweifelsfall, wenn die hier nicht reagieren, aber die reagieren schon irgendwie, werden wir dann versuchen, hier auch ein bisschen der Nachführarbeit mitzuhelfen mit Chavanel und Co. Denn was wir wollen, ist ja mit Cavendish eigentlich hier den Zwischensprint gewinnen. Wäre ärgerlich, wenn jetzt die ganzen Ausreißer da vorne so weit wegfahren würden, dass wir da nicht mehr rankämen. Da vorne die Gruppe versucht sich gerade abzusetzen. Ihnen war das Tempo hinten im Hauptfeld wohl etwas zu gemütlich. Ja, es ist schon eine kritische Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Fitness unserer Fahrer ist bescheiden. In der echten Tour de France ist nach dieser Etappe, soweit ich weiß, auch ein Ruhetag. Also sprich, morgen kommt auch kein Video.
Und ich hoffe, dass sich unsere Fahrer dann dort entsprechend auch erholen, also dass denen ein Ruhetag auch wirklich angerechnet wird. Nicht, dass ich dann mit genauso bescheidenen Werten hier auf der übernächsten Etappe dann wieder mitfahren muss oder auf der nächsten Etappe, die dann kommt. Also Saxo macht hier schon Tempo. Keine Ahnung, warum die das jetzt hier wieder zusammenfahren. Gut ist, dass unsere Fahrer jetzt nach vorne kommen, weil es könnte hier durchaus wirklich zu so einem Windkantenschnitt kommen. Und wir müssen da versuchen, mit möglichst vielen Leuten vorne dabei zu sein. Was Chavanel, wie gesagt, hier treibt, ich verstehe es nicht ganz. Ich nehme den mal runter auf 65. Und lass den hier mal ein bisschen Führungsarbeit machen, aber das schafft gar nicht nach vorne zu fahren. Also sind die schon schneller unterwegs, wie er fahren würde, wenn er frei fahren könnte? Oder steckt er nur fest? Aber man sieht auch hier Contador ziemlich weit vorne. Ist nicht so ohne, ist ziemlich gefährlich, würde ich sagen. Alle Leute mit ebenen Fahrrad kämpfen natürlich böse. Die werden wir allerdings gleich brauchen, weil die werden wir jetzt auch gleich voll einsetzen, um hier wieder an die Ausreißer ranzufahren, die 2 Minuten weg sind. Sobald wir jetzt hier über den Hubels sozusagen drüber sind, werden wir mal gucken, wo wir die ganzen ebenen Fahrer haben und werden die mal in Anspruch nehmen, sage ich mal, um eben gewisse Situationen herbeizuführen, die wir dann auch benötigen, wenn wir noch ein bisschen was reißen wollen. So, Pinot und Tapstra ab nach vorne und die sollen dann mal mit 75 Sachen Führungsarbeit leisten. Mal gucken, ob das schnell genug ist oder ob da die Saxo-Truppe flotter unterwegs ist. Man sieht, dass wir relativ schnell zu den Vorderleuten aufholen. Scheint also auch im Interesse von Saxo zu sein, da aufzuholen. Wobei die sich jetzt doch relativ schnell hier verabschieden. Warum fährt der jetzt hier und der hier drüben? Na gut, hängt wahrscheinlich mit dem Wind zusammen. Sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Ja, wir müssen rankommen bis zum Zwischensprint, damit Cavendish eben Sprintpunkte holen kann. Das ist unser Hauptziel hier momentan. Alles andere ist im Prinzip für den Eimer. Eventuell haben wir noch die Chance, dass wir hier das ein oder andere Pünktchen holen können, indem wir da hochfahren. Also ich meine damit jetzt nicht Pünktchen in Form von Sprintwertung, Bergwertung oder sonstiges, sondern dass wir halt nicht so ganz so viel Zeitspäne verlieren. Dass wir dann halt irgendwie noch dranbleiben. Vielleicht können wir sogar einen Etappensieg holen, wenn wir uns da ein bisschen mehr verausgaben wie alle anderen. Weil wir nicht an morgen denken, sondern weil wir einfach mal eine Etappe gewinnen wollen im Berg. Sowas kommt auch vor, sogar in Realität. Und ich bin jetzt mal gespannt, was hier genau passiert, ob die Nachführarbeit funktioniert oder nicht. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld. Tapstra macht hier eine gute Nachführarbeit, finde ich. Okay, jetzt nehmen die vorne wieder Reis aus. Ei. Die fahren normal und wir heizen hinterher und verlieren Zeit. Das kann nicht sein. Bremsen wir die aus? Wenn wir die ausbremsen, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So, und er hier. Dem sagen wir einfach mal danke, dass du so weit mitgeholfen hast. Aber ich glaube, das hat so keinen Wert mehr. Ich hoffe, dass der Tapstra noch ein bisschen was leisten kann, noch ein bisschen was reißen kann. Und wir fahren hier im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich meine, wir fahren hier nicht für irgendeinen Contador oder für die Gesamtwertung im Moment. Wir fahren hier wirklich momentan für Cavendish und für den Zwischensprint. Und das müssen wir natürlich echt im Auge behalten, dass da nichts in die Hose geht.
48 Sekunden, jetzt gehen sie wieder weg. Jetzt versuchen die vorne nochmal anzugreifen. Ich hoffe nur, wir kommen da noch ran bis zum Zwischensprint. Das geht ja mal gar nicht an hier. Gut, die sind auch schon ziemlich platt. Die sind eigentlich alle ziemlich platt. Das macht eigentlich so keinen Sinn. Der hat ja einen relativ guten Ebenenwert. Beziehungsweise, was wir noch machen könnten, aufgrund der Tatsache, dass wir den eh nicht mehr brauchen. Er hat einen guten Kämpferwert. Wenn er einen Energieriegel nimmt, kriegt er auch ein bisschen Power. Wenn wir den mit 80 fahren lassen, da sollte was gehen. Dass wir hier die Lücke wieder zusammenfahren. Danach kann ich ihn aber wahrscheinlich dann auch wirklich komplett abschreiben. Ja, das ist nicht zielführend, was wir hier machen. Da soll ich natürlich einordnen hier ins Feld. Ich kann das nicht gebrauchen, dass der im freien Tritt nebenher fährt, sich auspowert, ohne dass wir irgendeinen Nutzen davon haben. So, da sind wir vorbei an denen. Die ersten haben wir eingefangen. Sind noch drei Stück vorne, die stören uns auch noch. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, dass uns Cavendish nicht abhanden kommt. Den brauchen wir natürlich noch hier vorne. 20 Kilometer haben wir noch Zeit zu diesem Sprint. Das kommt aber jetzt wirklich zum schlechtesten Zeitpunkt. Eine Reifenpanne. Okay. So, dann er hier mit 80 Sachen. Der hier ist platt, den können wir rausnehmen. Das Gute soll jetzt der Trentin mal fertig fahren. Jetzt ist er hier unser Leader. Hat leider nicht so einen guten Kämpferwert, wird das wahrscheinlich dann nicht ganz so lange durchhalten. Ist aber ein guter Ebenenfahrer. Eigentlich ist er ja Sprintanfahrer. Aber wir brauchen keinen Sprintanfahrer mehr, wenn es keinen Sprint gibt. Und deshalb müssen wir hier mal ein bisschen, ja, Nägel mit Köpfen machen. Und müssen da vorne die Jungs chasen. Und holen die auch gerade gut ein. Das ist hervorragend. Das Feld hat das Tempo gedrosselt. Also es kommt mir nicht so vor, als ob wir das Tempo gedrosselt haben. In diesem Augenblick hat das Feld zur Ausreißergruppe aufgeschlossen. Ja, und wir fahren jetzt auch in dem Tempo durch. Jetzt bin ich halt nur noch am gucken, wo haben wir Stegmanns. Und ab wann können wir den da vorne ranhängen. Ich glaube, ab 10 Kilometer oder irgendwas können wir dann richtig agieren. Der Wind kommt hier auch seitlich. Vielleicht haben wir Glück und schaffen es dann, eine Lücke zu reißen, wenn wir da so reintreten. Allerdings ist das hier ein Computerspiel, wo das vermutlich nicht ganz so gut geht wie in echt. Sagen wir es einfach mal so. So, und er hier vorne baut jetzt langsam ab. Man mag das so ein bisschen, dass die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer wird. Dann kommen da auch noch kleine Hügel. Da geht es ein bisschen Hügel hoch. Das pumpt ihn natürlich noch zusätzlich aus. Pinot ist schon durch. Den können wir eigentlich schon fast auf freies Fahren mit 60 Sachen stellen. In der Hoffnung, dass er irgendwann mal ankommt. Und der ist eigentlich fertig mit Welt. So, 7 Kilometer. Jetzt müsste doch was gehen. Jetzt müssten wir den doch irgendwie da dranhängen können. Jetzt können wir den auch dranhängen. Und Cavendish, den hängen wir an Stegmanns ran. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert, was ich da vorhabe. Ja, die wollen jetzt mit dem Kopf natürlich wieder mitten durchs Feld. Ne? Das ist halt auch mal wieder typisch. Ach, das ist doch zum Kotzen. Nee, Entschuldigung. Dass der da nicht merkt, dass es mal außen rum fährt. Dass der da mit dem Kopf durch die Wand will. Da vorne steht ein Sprint an, hier kommen schon die Leute rum. Cavendish muss an Hinterrad, jetzt hat der natürlich kaum Energie. Das ist natürlich jetzt das Problem. Ich wollte Stegmanns daran hängen, damit Stegmanns dann hier die Führungsarbeit leisten kann jetzt. Aber wenn Stegmanns nicht vorkommt, was soll ich machen? Guckt euch das mal an. Der soll davor und fährt nicht davor. So, und jetzt schafft er es mal davor zu kommen. Ja, ist natürlich viel zu spät.
So, jetzt hängen wir den an sein Hinterrad. Wir werden dann den Sprint nutzen, wenn wir sprinten können. Da müssen wir jetzt ein bisschen mit dem Tempo hochgehen auf 90 bei einem Kilometer, den wir noch gehen müssen. Und da werden jetzt bestimmt auch wieder Kommentare kommen nach dem Motto, ich habe viel zu vielen Energien riskiert für diesen blöden Zwischensprint, der keine Rolle spielt. Sehe ich anders. Aber gut, das ist ja das Schöne. Also auch am Radsport ist das das Schöne, dass man das natürlich auf verschiedene Arten und Weisen sehen kann. So, und jetzt gehen wir mit Cavendish da hinten raus. Jetzt sind wir hier mal am Gucken, da kommt Sagan. Hoffentlich schaffen wir es. Jawohl, wir schaffen es. Sehr schön. Also, den Sprint haben wir gewonnen. Wieder ein paar Pünktchen gut gemacht. Nicht viele, aber ein paar Pünktchen gut gemacht. Und jetzt werden die natürlich wieder eingebremst. Jetzt haben wir das erste Zwischenziel erreicht. Und jetzt sollen sich alle ausruhen, so gut es geht. Und auch er hier. Job getan. Kann sich ausruhen. Der ist völlig platt. Stellen wir auf 60. Und wenn er nicht mehr mitkommt, kommt er nicht mehr mit. Er hat sich ein Päuschen verdient. Ab jetzt haben wir Stegmanns und Cavendish, die arbeiten können, falls Arbeit nötig sein sollte. Das ist nämlich der nächste Punkt, falls Arbeit nötig sein sollte. Ich bin gerade am Überlegen, wir bräuchten was zu trinken. Wir gehen in den Hügel rein, ist eher Chavanelland. Wieso steht der auf 65? Da soll er mal was zu trinken holen, der gute Chavanel. Ja, wie gesagt, ab jetzt interessiert es mich nicht mehr, was großartig passiert. Wir haben den Zwischensprint gewonnen, 20 Punkte gesichert. Leider ist Sagan Zweiter geworden. Und die Tatsache, dass er auch darum sprintet, zeigt uns, wie wichtig das ist, dass wir da mitsprinten, wenn wir noch irgendwie eine Chance auf Grün haben wollen. Sagan muss heute nur was passieren und dann, ja. Jetzt versucht er sich als Solist durchzusetzen. Sind wir dabei. So, jetzt müssen wir mal gucken, wer hat denn da vorne jetzt versucht oder wer geht denn da vorne jetzt weg? Vogelsang, Kaiserkopf, Legend. Na, das sind ja einige. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Und jetzt geht natürlich auch das Hauptfeld dann entsprechend ab. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Jetzt beträgt der Vorsprung der Ausreise. Das ist jetzt Contadors Aufgabe im Prinzip. Da mischen wir uns nicht mehr großartig ein. Ich hoffe nur, dass Chavanel schafft, davor zu fahren und alle Leute zu versorgen, wenn die da richtig Gas geben. Nicht, dass uns da Leute verdursten. Im Prinzip können wir auch bei Terpstra rausnehmen, können wir auch sagen, hier 60 Sachen mit dem Feld mit Rollen und wenn du es nicht mehr gehen kannst, fall halt hinten raus. Cavendish und Stegmanns haben wir noch, die können noch als Helfer mitarbeiten, wenn es dann da hinten dann die Führungsarbeit in den Hügel geht, weil ich möchte eigentlich nicht mit 2 Minuten Vorsprung den Hügel einfahren lassen, wenn da ein Favorit dabei ist. Da bin ich mit Contador auf einer Wellenlänge, dass wir da wahrscheinlich beide kein Interesse drin haben. Hat jetzt mehr als 2 Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld. Okay, noch ist Contador wohl relaxed, weil die Gefahr für ihn nicht wirklich groß ist. Hier fallen die ersten zurück, die wir aussortiert haben. Das sind unsere 60%er, die sich ein bisschen erholen sollen. Und wo es mir ehrlich gesagt egal ist, wo die ankommen. Hauptsache, sie kommen irgendwann an. Kaum mit einer ernsthaften Attacke zu rechnen. Das Feld rast ja förmlich davon. Cavendish ist für mich momentan noch der Mannschaftskapitän erster Natur. Wir wollen mit ihm natürlich erstmal Sprintpunkte sammeln und dann kommt eigentlich das restliche Team. Wir haben dummerweise nicht viele Leute, die unserem Mannschaftskapitän wirklich helfen könnten. So, jetzt sind die da 3 Minuten weg. Das stört uns natürlich. Jetzt werden wir hier versuchen, Cavendish ein bisschen einzuspannen. Ich bin da gerade am Überlegen. Der soll mal seinen Energieriegel nehmen und soll mal anfangen, hier Führungsarbeit zu leisten.
Das ist natürlich ein absolutes Verheizen jetzt von Cavendish. Ich meine, der braucht ja nichts mehr auf dieser Etappe. Trägt Früchte. Das Feld kann den Abstand langsam, aber sicher verringern. Jetzt arbeitet Cavendish für Martin, Kwiatkowski und für Felix. Und ich hoffe, dass er das relativ lange schafft, hier für die zu arbeiten und dass wir den Abstand wirklich verringern können. Bis zu dem Punkt, wo hier der große Anstieg beginnt. Gleich müssen wir drüber sein über der Kuppe. Und dann geht's bergab. Da müsste es mit Cavendish dann doch wieder ein bisschen besser vorangehen. Das geht doch schnell. Schon zwei Drittel des Rennens liegen hinter uns. Ja, das ist das große Problem, dass das schnell geht, dass schon viel vom Rennen hinter uns liegt. So, Cavendish macht jetzt hier Zug und die Leute, die auf 60 stehen und kräftig blinken, wie gesagt, die werden irgendwann, können die nicht mehr, irgendwann müssen die aufgeben. Und jetzt kommen wir recht gut vorne ran. Das ist Ziel und Zweck dieser Aktion. Wenn Cavendish platt ist, dann macht Stegmanns weiter. Und ich bin jetzt gerade am gucken, wir brauchen was zu trinken, aber ganz dringend. Und Chavanel ist auch nicht mehr der Fitteste. Das Tempo des Feldes ist jetzt wirklich am Anschlag. Einige Fahrer werden nicht lange mithalten können. Geh bitte nicht so weit nach hinten. Ja, das nervt mich auch so ein bisschen an, dass die immer so weit nach hinten gehen, um Getränke zu holen. Da müssen sie durchs ganze Feld wieder nach vorne. Da bleiben die fünfmal hängen, dann kommt ein Hügel und plötzlich sind sie in der anderen Gruppe. Und das ist gar nicht Ziel und Zweck von uns. Wir wollen ja eigentlich nur Leute mit Trinken versorgen. So, jetzt ist Cavendish platt. Jetzt übernehmen das andere. Cavendish fällt auch schon zurück. Also machen wir für den hier halten in der Position mit 60. Und setzen Stegmanns ein. Wir sehen hier vorne sind unsere Favoriten dabei und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Helfer da vorne, der eben hilft, noch ein bisschen die Lücke zuzufahren, weil 2,20, es ist mir zu viel, die da reinzulassen. In den Berg mit 2 Minuten 20 Vorsprung. Und ich hoffe, dass Chavanel noch schafft, nach vorne zu kommen, bevor auch er einen Geist aufgibt. Ist ja ein starker Kämpfer. Ich habe die Hoffnung, dass er sich noch ein ganz klein bisschen erholt, bevor dann der große Berg kommt. Und das Tempo, was wir hier schon seit Tagen gehen und die mangelnde Fitness, die die haben, trägt natürlich dazu bei, dass mittlerweile auch ein Kwiatkowski ziemlich angeschlagen ist und Martin und Felix ziemlich angeschlagen sind. Obwohl die Pulsschläge von ihnen relativ normal sind, verbrauchen die hier auf dieser ewig langen Etappe unheimlich viel Ausdauer. Und mich wundert es ehrlich gesagt, dass... Oh Mann, Kwiatkowski bleibt da vorne dran. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass da vorne die Ausreißer so viel Energie haben, dass die hier vorne noch so kräftig mitfahren. Also so langsam müssten die mal kräftig Energie verlieren und das Hauptfeld müsste es schaffen, die einzuholen. Und die Nachführarbeit hier müssen auch wir machen, aus dem einfachen Grund, dass wir diejenigen sind, die allen Vorsprung zusammengefahren haben wollen, wenn es in den Berg geht. Wir werden im Berg an sich noch Zeit genug verlieren. Deshalb wollen wir denen keinen Vorsprung lassen zum Zeit verlieren. So einfach ist die Geschichte. Jetzt ist Stegmanns gleich platt. Und dann haben wir nur noch einen und der heißt Chavanel. Und der hat noch nicht mal mehr einen ebenen Fahrrad. Puh. Das ist eine Hardcore-Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich markiere mal alle Fahrer, die jetzt sozusagen schon out of order sind. Und gebe denen mal bewusst nur 50. Na, so, 50. Und dann sortieren wir mal durch. Lassen wir noch gerade mal ein bisschen laufen. Sortieren wir hier gerade nochmal durch, wenn die dann alle zurück... Jetzt greifen dann nochmal welche an. Ich glaube, ich krieg zu viel. Und da ist Pinot dabei. Ich sag nur Jungfahrerwertung. Da muss jetzt eigentlich Kwiatkowski mit. Um seinen Platz zu verteidigen. Jetzt ist Kwiatkowski sozusagen, wird jetzt gerade angegriffen.
Durch die Tempoverschärfung kann das Feld seinen Rückstand verringern. So, Chavanel wird jetzt genutzt für Nachführarbeit. Nein. Du sollst keine großartige Nachführarbeit mehr machen. Du bist hier, um Pinot zu kontrollieren, auf gut Deutsch gesagt. Das sieht doch gut aus. Er kann sich lösen. Wer geht denn jetzt schon wieder? Mollema? Oh Gott, das ist aber auch hier. Hier wird aber auch ein Tempo gegangen. Können wir es schaffen, mit Chavanel die Jungs einzufangen? Dass denen ihr Angriff sozusagen verpufft, weil wir schneller fahren? Ja, haben wir geschafft. Das ist jetzt die kontrollierende Arbeit hier im Feld. Wir haben ja eigene Ziele. Und wollen die natürlich umsetzen. Wir lassen jetzt Chavanel hier richtig reintreten. Wir schließen wahrscheinlich auch die Lücke noch zum Vordermann. Und wenn es dann in den Hügel reingeht, ist Chavanel glücklicherweise auch der Richtige. Das haben wir schon mal clever gemacht, dass der sozusagen jetzt kommt, wo es dann in den Hügel reingeht. Langsam wieder an die Spitze heran. Der Vorsprung wird kleiner. So, und da holen wir sie schon ein. Das ist das Ende dieses Fluchtversuchs. Und da haben wir es zusammengefahren. Keine Chance gelassen. Mit viel Glück schafft das jetzt nochmal Getränke zu holen. Ich glaube es allerdings nicht, dass er das jetzt nochmal schafft. Und dann müssen wir uns schon anfangen zu überlegen, wen wir opfern. Ich glaube, Martin ist derjenige, den wir am besten opfern können, weil Martin, auch wenn er am besten liegt momentan oder zurzeit die beste Zwischenzeit hat, oder die beste Zeit hat, er wird in den Bergen vermutlich nicht wirklich lange überleben mit seinem 72er Bergwert. Schafft Chavanel nochmal nach vorne zu fahren in dieser hügeligen Geschichte hier? Das ist die große Frage. Jetzt können weitere Fahrer das hohe Tempo nicht mithalten und müssen einfach abbrechen lassen. Mist, Chavanel ist in A1 gefallen. Und das ist genau das Problem. Der ist jetzt in A1 gefallen, weil, ja, er war hinten Getränke holen und will jetzt sozusagen nach vorne fahren. Und wenn wir Glück haben, kämpft er sich dann nach vorne ran. Oh Mann. Ja, und jetzt müssen wir vorne gucken, hinten gucken, uns gehen die Getränke aus. Und das ist jetzt so ein kleines Problem, was wir jetzt haben, was nicht eintreten sollte. So, wer startet den Angriff? Janusz Brajkovic zieht davon. So, Gade. Gesamtwertungs 35. Juckt uns ehrlich gesagt momentan nicht. Brajkovic, der juckt uns schon ein bisschen mehr, aber naja, wir haben noch die Mannschaft von Contador hier. Hier geht Pinot. Das ist jetzt die große Frage. Kwiatkowski, schicken wir ihn mit? Wenn wir Kwiatkowski mitschicken, haben wir einen Mann dabei. Wir verlieren also nicht allzu viel. Falls Kwiatkowski zurückfällt, ist Pinot bei ihm, ist der Zweitplatzierte. So, schafft das jetzt irgendwie da dran zu bleiben? Ja, super. So, da sind sie wieder zusammengefahren. Also das gilt es jetzt hier im Berg sozusagen zu machen. Immer schön dranbleiben. Sich da nicht vernaschen lassen. So, und Chavanel, mein Gutster, vergiss es. Danke für deine Arbeit. Das war's wohl. Das mit dem Versorgen hat nicht mehr geklappt. Wir sind da vorne noch zu dritten. Jetzt muss ich wirklich überlegen, wie wir das Ganze angehen. Wir brauchen ja was zu trinken. Und da schicke ich jetzt einfach mal Martin. Ich hoffe, der lässt sich jetzt nicht so weit zurückfallen, dass auch er noch abgehängt wird, weil das Feld zerreißt. Vielleicht hätte ich warten sollen, bis sie im Berg drin sind. Wir sind in der Provence, am Fuße des Mont Ventoux. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. So, er hat jetzt schon... Ah, sehr schön. Er hat jetzt schon Getränke und er fährt jetzt schon nach vorne. Jetzt bloß nicht feststecken, bloß nicht hinter irgendeinem, der kein Bergfahrer ist, feststecken. Mit dem zurückgezogen werden bis ins
ins Nimmerland sozusagen. Und jetzt geht hier Valverde. Ja, das war mir klar. Wir sind gerade am Versorgen. Da bringen die sich in Position. Oh Mann. Und alle von uns verpennen es wieder, oder? So, jetzt greifen die an und wir gehen mit, sozusagen. Schaffen die es irgendwie? Nee, schaffen sie nicht. Okay, dann Martin. Martin, freie Fahrt. Kwiatkowski wurde nicht versorgt. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, da kriege ich doch schon wieder Plack. Da kam der Angriff, als wir versorgt haben. Und dann, ja, Kwiatkowski. Jetzt müssten wir versuchen, mit Kwiatkowski vorne rauszufahren. Den ganzen Weg hinauf bis zur Zielankunft dürften wir einen wirklich ordentlichen Kampf geboten bekommen. So, und wir dürfen natürlich auch nicht zu viel Tempo gehen. 15 Kilometer sind es noch. Ich müsste mal versuchen, mit Kwiatkowski vorne rauszufahren zum Versorgen im Prinzip. Es geht hier eigentlich fast nur um die Versorgung. Das Feld zeigt sich völlig unbeeindruckt von dem Ausreißversuch. Das Tempo hat sich deutlich verlangsamt. Es ist schon enorm. Dieser Anstieg weist einige fürchterliche Steigungen auf. Ryder, herstellt sich davon. Boah, mich nervt das. Man sieht hier kaum was Gescheites und es nervt mich einfach nur. Ja, ich will angreifen, ich will kontern, Mann. Dann kommt hier Quintana rüber und er setzt sich hin und bleibt hinter Quintana. Fahr da vorbei, Der neu ermittelte Abstand beträgt schon mehr als eine Minute. Der Ausreißversuch scheint heute Erfolg zu haben. Und er hat nichts zu trinken. Das wird den, das killt den. Weil ich nicht in die Situation komme, dass er sich verpflegen kann. Das ist das Hauptproblem hier. Er kommt nicht in die Situation, dass er sich verpflegen kann. Er kann auch nicht vorne rausfahren. Wenn ich ihm jetzt sage, fahr mal vorne raus, die stecken so fest hier, dass da überhaupt nichts geht. Nach vorne gehen die Angriffe und wir fallen zurück und stecken fest, weil irgendwie hier auf... Die können nicht frei fahren. Ja, ich war so schön vorne dabei, um mich frei zu fahren. Jetzt können die sich wieder nicht frei fahren. Ich werde da so ein ganz klein bisschen panisch, weil... Guckt euch das doch mal an, das ist doch nicht normal, sowas hier. Oh, die sollen doch mal vorne bleiben, verdammt. Was ist denn so schwer, da den Anschluss zu halten? Wenn ich sage, Position halt mit 85, hängen die sich an die langsamsten Fahrer ran und lassen abreißen. Wie soll ich an den schnellsten orientieren hier? Da, Rogers, die stehen gerade auf der Stelle, ja? Und unsere Fahrer, die strampeln da hoch. So, Kwiatkowski, ist der in der eigenen Gruppe? Dann jetzt mal versorgen. Hopp, hol dir was zu trinken, bevor du auf dem Zahnfleisch gehst. Wunderbar. Hat das auch mal funktioniert. Ich glaube, wir sind zu schnell unterwegs. Also, ich weiß nicht, wie weit ist es noch? Noch 10 Kilometer. Ich bin am überlegen. Die machen Angriff um Angriff um Angriff. Gegenangriff von Nairo Quintana. Robert Gesing zieht davon. Noch 10 Kilometer bis zur Ziellinie. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir fordern zu viel von unseren Leuten. Die bauen zu stark ab. Ich meine, es geht ja nicht darum, hier möglichst schnell hochzukommen. Es geht darum, möglichst ausdauernd hochzukommen. Dass, wenn die anderen Fahrer sich auspumpen, wir noch weiterfahren können. Aber guckt euch das doch mal an. Ey. Wir verlieren den Anschluss überall, an jeder Gruppe. Und die anderen, die greifen an da vorne, die treten rein, die geben alles.
und wir reisen ab. Kwiatkowski, platt. Herr Stoll verschärft das Tempo. Martin, platt. Felitz kann noch mithalten. Felitz kann noch mithalten einigermaßen, aber auch der hat schon abreisen lassen müssen zu denen. Da ist Froome, da ist Evans, Vöckler. Jetzt gibt es da vorne nochmal einen Angriff. Das müsste doch nun der letzte, der erfolgreiche sein. Die hängen halt auch einfach zu oft fest. Das ist halt mit eins der Hauptprobleme, weil die sich irgendwie nicht gescheit positionieren. Ich meine, gut, 75 im Berg ist natürlich gegen so einen hier. Reifenpanne bei einem Fahrer. Gegen die hier mit 78 oder hier Contador mit 82 ist das natürlich ein Witz, ja. Ich meine, wenn die mal antreten, dann sind die weg und wir müssen versuchen, irgendwie hinterherzukommen. Schaffen die das heute nochmal irgendwie davor zu kommen? Wir nähern uns der Ziellinie. Die Fahrer haben soeben die 5000 Meter Marke passiert. Bin mal gespannt, ob die da noch absterben sozusagen. Und ihn hätte ich gern ein bisschen besser positioniert, sage ich ganz ehrlich. So ein ganz klein bisschen da vorne irgendwo in die Spitze, dass man nochmal angreifen kann. Aber nee, er fährt irgendwie hinten rum und kommt nicht nach vorne mit seinem Tempo. Obwohl er ein Bergfahrrad hat, ist er wohl einfach zu schwach im Berg und er sucht sich immer Hinterräder von irgendwelchen Leuten, die auch nicht wirklich schneller sind. Das ist halt das Problem da dran. Ja, steckt er wieder fest. Ach komm schon, gib mal Feuer hier jetzt. Er ist nur eingeklemmt. Ich glaube, der könnte in Wirklichkeit viel schneller fahren. Der ist nur eingeklemmt. Und das sehen wir jetzt gleich, wenn er jetzt gleich frei fahren kann. Ja. Das sieht schon anders aus. Reifenpanne. Jetzt muss er sich aber ganz schön anstrengen. Und wir können nichts anderes machen, wie hier die Fahrer einfach fahren lassen. Ich meine, was soll ich machen? Ich kann da nicht mehr großartig was beeinflussen. Ich kann hier ehrlich gesagt einfach nur noch hoffen, dass die irgendwie ankommen. Weil die Fitness von ihnen, die ist im Eimer, die sind im Keller, die sind tot und jetzt hängt Felitz an Porte dran und ja. Einzelsieg für Gabriel. Oh. Das ist der Abschnitt mit über 10% Steigung. Steil bergauf. Das kostet. Da kommen sie rein, Rodriguez, Hesjedal und Contador als Vierter. Und damit haben wir wieder Zeit verloren. Aber das war ja klar, dass wir hier in dem Hügel, dass wir da Zeit verlieren. Frage ist halt immer, wie viel Zeit verliert man. Und ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass ich nicht ganz so viel Zeit verliere hier. Und Felitz hat es eigentlich auch geschafft, hier in einer relativ guten Gruppe dabei zu sein. Subedia, Mofoa, Mollema, wie sie alle heißen, das sind natürlich auch, das sind gleichwertige Fahrer, mit denen können wir ja auch mithalten. Ich bin hier gerade am Suchen, wo sind denn unsere anderen hier? Da, Kwiatkowski kommt rein, hat viel Zeit verloren, da kommt Martin rein. Tja. Das war's und ja, man sieht hier, wie sich das Feld hier auf tausende kleine Fältchen. Praktisch erstreckt. Und die anderen, die haben mittlerweile alle ihr Wasser aufgebraucht hier unten. Das ist natürlich auch ein Highlight. Haben die in dem Berg doch ihr ganzes Wasser aufgebraucht und irgendwie hat es mit dem Nachfassen nicht wirklich geklappt. Und die haben eigentlich gar keine Fitness mehr. Die sind völlig ausgepumpt, wenn die ankommen und ich habe so die Hoffnung, dass wir überhaupt noch die nächste Etappe dann mit denen erleben. So, der letzte Fahrer, den wir haben, ist Pinot, der hier alleine hochstrampelt. Kommt er auch nochmal an. King ist noch hinter ihm. Alter Schwede, ja. Der ist natürlich ewig weit weg. Ja. So, jetzt sind sie endlich angekommen. Monster-Etappe, Hardcore-Etappe und dass wir da nicht großartig was reisen, war uns hier eigentlich schon fast klar. So, er hier gewinnt das Ganze. Noch nie gehört von ihm, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Schauen wir mal, Contador behält Gelb, hat eine Minute auf Ruhm.
Und da dürften wir ziemlich weit weg sein. Das war's dann sozusagen mit der Gesamtwertung. Sagan vor Cavendish mit 331 zu 268 Punkten ist natürlich auch eine Hausnummer. Da ist die Frage, ob wir es überhaupt jemals nochmal schaffen, ranzukommen. Ja, TJ van Garderen nimmt Pinot 4 Minuten ab und Kwiatkowski verliert richtig kräftig, steht glücklicherweise noch auf Platz 3 mit 7 Minuten und 40. Allerdings wird sich das vermutlich in den nächsten Bergen dann auch wieder erledigt haben, denn ja, Quintana oder Quintana, wie er heißt, ist ja eigentlich ein ganz guter Bergfahrer und der wird dem Kwiatkowski schon zeigen, wo der Hammer hängt. Sagen wir es einfach mal so. Ab jetzt gilt, ja, Angriffe ohne Ende im Prinzip. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir können nur noch gewinnen, und zwar, sage ich mal, Etappen zum Beispiel. Also ich meine, guckt euch mal an, Toni Martin von 3 Minuten auf 10 Minuten zurückgefallen, Kwiatkowski von 3 Minuten oder 4 Minuten auf 9 Minuten 51 zurückgefallen. Der Einzige, der einigermaßen mithalten konnte, war Felix. Der ist 6 Minuten 40 zurück. Das gibt ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir das schaffen, uns da wirklich gut zu positionieren. Also wenn er hier unter den Top 25 bleibt, können wir glücklich sein. Allerdings, sage ich mal, auf solchen Etappen müssen wir vielleicht versuchen, mal einen Angriff zu gehen hier hinten hoch und dann in der Abfahrt versuchen, dann die Zeit gut zu machen. Also in dem Anstieg und in der Abfahrt dann die Zeit gut zu machen. Mal schauen, was uns gelingt hier, ob uns da vielleicht ein Ausreißversuch gelingt mit einem unserer guten Bergfahrer, dass wir einen Etappensieg einfahren können. Mittlerweile denke ich noch in Etappensiegen. Ich glaube, den Rest können wir wirklich abhaken, wenn man die anderen Etappen sieht, die da noch kommen. So wirkliche Sprint-Etappen sind da nirgends dabei. Und ja, grünes Trikot können wir abschreiben, gelbes Trikot war von Anfang an klar, dass wir da nicht mitfahren können. Können wir aber eigentlich auch abschreiben. Da können wir schon froh sein, wenn wir es noch unter die Top 25 schaffen. Und jetzt zählen nur noch Etappensiege. Und es sind 21 Etappen insgesamt. Ab der 16. legen wir dann richtig los und versuchen, Etappensiege einzufahren, so viele wie noch gehen. Mit Bergfahrern, die dann angreifen. Und vielleicht können wir dann noch irgendwie in eine glückliche Situation kommen und doch noch irgendwie was erreichen, was wir gar nicht gedacht hätten. Nichtsdestotrotz sage ich an der Stelle erstmal danke, dass ihr dabei wart. Ist wahrscheinlich ein ziemlich langer Part geworden, weil das eine Etappe war, wo ziemlich viel Action war, mit ziemlich vielen Bergen und so weiter. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt, Radsportmanager 2013 mit der Etappe Nummer 16 der Tour de France. Und ja, bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.